Ja, guten Abend. Mein Name ist Oliver Bürgel. Ich bin Landesgeschäftsführer der Arbeiterwohlfahrt hier in Berlin. Wir sind einer von 6 Wohlfahrtsverbänden in Berlin, über 8000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir sind in Kindertagesstätten unterwegs, betreiben ambulante Pflegedienste, wir sind im Bereich der Behindertenhilfe, sehr stark auch in Migrationsdiensten und Seniorendiensten unterwegs. Ich fühle mich natürlich sehr geehrt, dass die Arbeiterwohlfahrt hier angefragt worden ist und einige Hinweise geben darf. Und mehr kann es aus meiner Sicht nicht sein, weil ich habe auch maximal 5 Minuten, Hinweise zu geben, Impulse zu geben. Und nachdem ich mich dann auseinandergesetzt habe mit dem Papier, habe ich eigentlich festgestellt, dass ich mehr Fragen habe als Impulse. Ganz grundsätzlich unterstützen wir sehr und begrüßen auch sehr die Instrumente, die entwickelt worden sind und heute vorgestellt werden. Nach meinem Verständnis ist Bürgerbeteiligung oder Bürgerbeteiligung endet dort, wo die Zuständigkeit der gewählten Volksvertreter beginnt. Beteiligungsverfahren dienen der Entscheidungsvorbereitung. Wenn das stimmt, habe ich in dem Dokument, in den, glaube ich, 11 Seiten, die Abgrenzung nicht klar feststellen können in dieser Grundfrage der Bürgerbeteiligung. Das war nur so als Einstieg. Das Papier als weitere grundsätzliche Anmerkung, das Papier ist aus unserer Sicht, und wir sind eben eine soziale Organisation, vom inklusiven Gedanken nicht besonders geprägt. Es fällt uns da auf, dass Zielgruppen, junge, alte, dünne, dicke, unterschiedliche Geschlechter nicht explizit auftauchen. Explizit fällt es uns auf im Bereich der Senioren, Migrantinnen und Migranten. Die haben unterschiedliche Zugänge zu Informationen, die haben unterschiedliche Kommunikationswege. Hier würden wir uns freuen, wenn das Papier hier auch einen stärkeren Blick drauf richtet, weil es ja, glaube ich, bei den Instrumenten auch darum geht, die Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt in der Gänze abzuholen. Ein weiterer Hinweis, bevor ich auf einzelne Instrumente kurz eingehen möchte, ist, dass wir uns freuen würden, wenn von einfacher Sprache gesprochen wird und nicht von leichter Sprache. Weil einfache Sprache es ermöglicht, dass die allgemeine Bevölkerung Zugang zu den Informationen bekommt und nicht nur bestimmte Gruppen. Zu den 4, oder für mich waren jetzt 4 Instrumente wichtig. Das erste Instrument. Ein hehres Ziel ist sehr zu begrüßen. Ich habe mich gefragt, wie die dauerhafte Ausstattung mit Stellen und Sachkosten stattfinden soll. Das fragt natürlich ein Wohlfahrtsverband immer gleich, wie das dauerhaft das Personal dann finanziert werden soll. Darauf habe ich keine Antwort gefunden. Vielleicht gibt es darauf heute eine Antwort. Ich finde das erste Instrument sehr gut, aber es hat ein enormes Risiko, es trägt ein enormes Risiko in sich für enttäuschte Erwartungen der Bürgerinnen und Bürger. Denn es kann gut sein, dass die Stelle auch als Beschwerdestelle empfunden wird und dementsprechend die Erwartung der Berlinerinnen und Berliner nicht erfüllt wird mit dem, wie es hier in dem Instrument im Aufgang ausgeschrieben worden ist. Die Klärung der Zuständigkeiten ist mir nicht ganz klar gewesen. Darf die Anlaufstelle sich in das Beteiligungsverfahren einmischen oder darf sie das nicht? Welche Funktion hat diese Stelle tatsächlich? Das zweite Instrument, eine sehr gute Idee, sollte jede Stadt haben. Gibt es Ressourcen dafür? Für diese Liste gibt es ein Datenbankkonzept, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass beabsichtigt ist, über Excel-Tabellen die einzelnen Projekte aufzuführen. Jeder, der damit zu tun hat, weiß in Ansätzen, was das bedeutet, welche Ressourcen sicherzustellen sind und wie eine Datenbankpflege erfolgen muss. Auch hier wurde explizit der Hinweis zur Sprache aufgeführt, unser Hinweis, einfache Sprache wählen, um die gesamte Bevölkerung mitzunehmen. Das dritte Ziel, das dritte Instrument ist aus unserer Sicht auch eine tolle Grundidee, oder inhaltlich eine tolle Grundidee, Anregung zur Bürgerbeteiligung. Aber was ist das Ziel dieses Instrumentes?
wie soll auf die Anträge der Bürgerinnen und Bürger reagiert werden? Sorgt es nicht auch dafür, dass da nicht die Gefahr nicht in diesem Instrument, dass es für Frustration innerhalb der Stadtbevölkerung sorgt? Weil häufig gesagt werden muss, in Ihrem speziellen Fall geht leider Bürgerbeteiligung nicht. Zumindest ist es eine Gefahr. Und was ich mich auch gefragt habe, ist, warum ist dieses Instrument aufgeführt worden? Gibt es eine Grauzone von Nichtbeteiligung? Weil da spricht auch der Fachmann für Soziales und nicht für Bürgerbeteiligung. Das vierte Instrument, ganz kurz, grundsätzlich auch eine wirklich gute Idee, ein Beirat. Wir kennen das in der sozialen Arbeit auch sehr gut, Beiräte zu implementieren, unterschiedliche Ansprechpartner mit aufzunehmen, die Zielgruppen abzudecken. Die Frage ist hier, wie die Realität aussehen wird, wenn dieser Beirat ins Leben gerufen worden ist. Entwickelt sich daraus ein Frühstücksgremium, in dem die Bürgerbeteiligung, in dem die Beteiligung von Mal zu Mal abnimmt, weil man nicht wirklich etwas in diesem Beirat bewegen kann? Oder tritt das Gegenteil ein, dass dieser Beirat eine Eigendynamik entwickelt, die sehr schwer einzufangen ist? Alles Erfahrung aus meinem Arbeitsfeld. Das ist mir in diesem Beirat, der hier vor dem Beirat vorgestellt worden ist, nicht ganz klar. Das sind kurze Hinweise, mehr Fragen als Impulse. Ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.